Elektronikmüll wegfahren. Denn da ist ja kein Mensch. So überwiegend. Also kann ich noch ein bisschen Fahrrad fahren. Nee, ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber man muss einfach irgendwie, glaube ich. Also es mir macht Spaß, so einen Plan zu haben. Nicht im Vorhinein, aber so mit und mit, einfach so auf dem Weg. Tröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Fand ich Fahrradfahren immer voll langweilig, weil mein Problem war, hoppla, ich musste mich immer voll konzentrieren. Aber mittlerweile habe ich entdeckt, dass ich, wenn ich hier zum Beispiel auf Feldwegen fahre, der Sonne entgegen, dass ich dann auf Gedanken kam, die mir Freude machten. Jetzt habe ich den Gedanken vergessen, warum ich eigentlich das Video angemacht habe. Aber ich fahre einfach jetzt mal zum Einstein. Ich fahre jetzt einfach mal zum Glasmüll und zum Elektronenmüll. Ah, interessant ist, dass, stell dir mal vor, du könntest alles, was du tust, nur das tun, was du dir wünschst. Also alles, was du tust, willst du auch. Das wäre sehr interessant. Also normalerweise, wie gesagt, mich aufs Fahrrad schwingen, weil jemand sagt, oh, du kannst ja auch noch mal eine Runde drehen. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Aber komischerweise fahre ich jetzt absolut freiwillig Fahrrad. Oh, mich durchströmt eine Freude. Die Sonne ist schön. Oh, da hinten stehen sogar Pferde oder sind Kühe auf dem Platz. Die Sonne ist schön, macht einfach total Spaß. Ja, mein Kindergarten ist leider leer. Da hätte ich am Freitag hingekonnt, aber nun denn, ging ja nicht. Ja, ich weiß nicht, diese Art der, nennen wir es mal Selbstbesinnung, ist eigentlich eine schöne Sache. So, jetzt muss ich aber wieder mit zwei Händen Fahrrad fahren. In meine Container. Und dann bin ich. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet.